Dann würde ich noch ein zweites Kettenschwert mitnehmen. Zweihändig? Ich bin davon ausgegangen, keine Grundausrüstung. Nein, also im Prinzip könntet ihr euch an dem bedienen, was die Inquisition euch zur Verfügung stellt. Das ist eine wichtige Mission und dementsprechend, ja, wenn da ein zweites Kettenschwert oder eine Kettenaxt oder sowas gefordert wird, dann solltet ihr das bekommen. Dann nehme ich eine Kettenaxt und ein Kettenschwert. Klingt ganz gut. Okay. Ich meine, es gibt spezielle Antityraniden-Munition oder Granaten. Ich glaube, das ist die biologische Säurekapsel. Ja, aber wie die heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, die Krakenmunition ist die, wo man einen harten Kern hat, das weiß ich. Ja, Krake schießt ein bisschen weiter und hat, glaube ich, mehr Durchschlagskraft. Die andere hat vielleicht noch irgendwie ein extra Reißen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. So, du hast die Drachenfeuermunition, du hast die Hexenbannpatronen, Höllenfeuer. Ich glaube, die Höllenfeuer ist die mit den. Ja, Höllenfeuer. Genau, Höllenfeuermunition wurde ursprünglich gegen den Kampf gegen Tyranniden entwickelt, hat jedoch eine verheerende Wirkung auf jede organische Materie. Statt eines Sprengkerns findet man in der Patrone kleinen Mengen mutagener Säure, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit durch lebendes Material frisst. Effekt. Die Waffe ignoriert natürliche Rüstung und kann bei einem Schadenswurf von 9 oder 10 gerechten Zorn verursachen. Außerdem erhält die Waffe Eigenschaft reißend, wenn sie nicht bereits darüber verfügt. Wenn man die Munition in einem schweren Bolter verwendet, ändert sich die Schussfolge zu E und man bekommt explosiv 3. Setzt man die Höllenfeuermunition gegen eine Horde ein, so richtet sie einen zusätzlichen Schaden gegen die Masse der Horde an. Ja, also für Bolterwaffen. Wenn Höllenfeuermuni verfügbar ist, dann nehme ich 2 Magazine mit. Okay. Ja, wir sind im Morpheus-Keil, dementsprechend wird die da sein. Dann würde ich tatsächlich für meine Boltpistole auch noch welche mitnehmen. Jetzt ist die Frage, haben wir eine Hotshot-Less-Gun? Ja, wenn du eine mitnehmen möchtest, dann kannst du die bekommen. Dann tausche ich meine M36 durch eine Hotshot-Less-Gun aus. Okay. Dann wollt ihr irgendwelche Dinge im Vorfeld machen, also ein Eid schwören oder bestimmen, wer Ranführer sein soll? Ja, wollt das vielleicht auskämpfen? Tun, ne? Dann hast du spezielle Manöver, die du im Kampf benutzen kannst. Im Kampf benutzen kann ich natürlich mein Einzelmanöver Wolfsgeschwür. Ja, das kommt halt immer drauf an, wer der Anführer ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel der Anführer bist, dann könnten wir irgendwas wählen, wo als Voraussetzung Sturmmarine ist. Und wenn ich Anführer bin, dann können wir Sachen auswählen, wo taktischer Marine als Voraussetzung ist. Müssen wir halt gucken, was halt in der Situation sinnvoller ist. Also normalerweise würde ich Eid des Ruhms nehmen, aber weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, wenn wir nur 2 Space Marines sind, ne? Das ist echt mit 2, ist das kaum. Das macht es fast sogar kaum Sinn, überhaupt in den Teammodus zu wechseln. Ja. Ich glaube, da sind wir tatsächlich mit den Einzelmanövern intensiver als einzeln. Weil wir kriegen hier kaum Punkte zusammen. Gut, dann die andere Frage: Mit Helm oder ohne Helm? Ja, mit natürlich. Ja, also Helm nehme ich definitiv auch mit. Alleine dafür, dass, weil die Tyranniden so schöne feine Säure haben, die richtig böse ist. Okay, hätte ja mehr Ehre gegeben. Und dein Geruchssinn hätte besser angeschlagen. Ja, im Zweifel. Kann ich ihn hier im Kampf im Zweifel nochmal abziehen und am Gürtel aufhängen. Ja, okay, gut. Dann seid ihr eingekleidet und könnt euch nach und nach die Menschen vor allem mit einem flauen Gefühl im Magen in Richtung der Sprengkapsel begeben. Die Enter-Torpedos, die ihr sehen könnt, und daneben die Landekapseln. Schwarz angepinselt. Mit den Zeichen der Inquisition darauf. Ich habe über meine Feldmütze jetzt meinen Helm gesetzt und habe meine Hände zum Gebet gefaltet und bete die ganze Zeit auf dem Weg zur Sprungkapsel. Endlich geht's wieder los. Ich muss auch mal ganz mit Vorerwartung meine Schultern kreisen. Ja, die letzte Schlacht ist schon viel zu lange her. Der Schlaf war schon viel zu lange.
immer noch sein taubes Gefühl im linken Fußzeh. Geht bestimmt erst weg, wenn ich den ersten Tyranniden getötet habe. Nun, schauen wir mal, wer am Ende mehr erliegt hat, Bruder. Ein Wettkampf? So sei es. Was hältst du davon? Für den Imperators Ehre? Ja, wenn es die Primärmission zulässt, dann gern. So sei es. Guckt dann zu, die beiden Soldaten. Und ihr? Beteiligt ihr euch? Ich unterbreche mein Gebet. An einem Wettkampf, mein Lord? In der Tat. So macht das Ganze doch erst richtig Spaß. Gegen eure Lordschaften haben wir doch keine Chance. Aber solange der Imperator beschützt, selbstverständlich. Ihr könnt das Klacken von weiteren Schuhen hören und dann werdet ihr wieder sehen, wie Reiniger Xerxes, der Arbitrator, auf euch zukommt, der euch eben schon begrüßt hatte und dann an euch herantritt. So, dann rein in die Kapseln, meine Lords. Wir haben nicht alle Zeit. Und ihr, dabei schaut er zu den beiden Kardianern, ihr seid wohl richtig bescheuert, oder? Damit schaut er rüber zu den Servitoren, die dann heranschweben. Und wenn ihr dann in die Landekapseln eingestiegen seid, könnt ihr noch sehen, wie er mit dem Finger schnipst und die Servitoren fangen an, aus großen Rohren eine Art Schaum in eure Landekapsel zu sprühen, damit ihr sie besser ausfüllt. Der Schaum wird so ein bisschen ausgehärtet, so ein bisschen gelig. Und so steckt ihr dann bis zur Brust nach und nach in so einem durchsichtigen Schaumgel. Mhm. Idiot. Lecker. Aber viel Spaß da unten. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Der Imperator beschützt. Ja, will ich hoffen, dass er dich beschützt. Damit drückt er auf den Knopf und die Landekapseln verriegeln. Ihr könnt die Servos hören, die dann einrasten. Und dann ist die Schwerkraft weg. Ihr werdet abgesprengt und dann kannst du einen unglaublichen Druck spüren, der von über dir kommt, eine Beschleunigung, wie du in das Gel reingedrückt wirst und plötzlich wirst du sehr, sehr schwer. Mhm. Derweil, wenn ihr eure Helme verriegelt habt und das wohlige Gefühl spürt, wie ihr beschleunigt werdet, könnt ihr euch noch einmal die Einsatzdaten auf eurem Helm ansehen. Planetaris Datenfax Tantalus. Systemreferenz Hauptmond von Castabel, Hallstatt. Standardbezeichnung Tantalus, Atlas Stellarum Jericho, M35 Datenstand. Systemreferenz Hauptmond von Castabel, Hallstatt. Standardbezeichnung Tantalus, Atlas Stellarum Jericho, 35. Millennium Datenstand. Bevölkerung ungefähr 79 Millionen. Tributrate Exactus, Kreuzzug Spezies. Der Mond ist eine Quelle beträchtlicher, natürlicher, unterirdisch auftretender Prometheum-Vorkommen. Grad Vulkan 989 und anderer Chemikalien. Umfassender Abbau gemäß einem Edikt des Monitoriums, dem Achilles-Kreuzzug zugewiesen. Geographie, Demografie. Tantalus verfügt über 2/3 der Masse des geheiligten Terras und befindet sich im stabilen Orbit über einem Typ-3-Gasriesen. Die Länge des Tages, die Schwerkraftverhältnisse und die klimatischen Bedingungen lassen auf Manipulation schließen, die während der Hochzeit des dunklen Zeitalters der Technologie erfolgten, siehe auch Typha 4, Magna Boralia und andere. Während der imperialen Herrschaft über den Jericho-Sektor diente die Welt als Agrarwelt, die primär den Castabel-Makropolwelten, siehe Castabel 1, versorgte. Tantalus hat im Laufe der Zeit einen Klimawandel erlebt, der durch eine Verringerung der Rotationsgeschwindigkeit ausgelöst wurde, die den Beginn einer Eiszeit und die Ausbreitung der Polarkappen zur Folge hat. Die klimatischen Bedingungen werden von Stürmen bestimmt, und die Topographie von subarktischen Gebieten Tundra. Die Polkappen bedecken 32% der Oberfläche. Bevölkerung, präindustrielle Jäger und Sammler, schrumpfte während des Zeitalters der Schatten auf etwa 10 Millionen. Durch die Ankunft des Achilleskreuzzuges und einer steigenden Bedeutung für Castabel wurde eine Infrastruktur zum Abbau von Prometheum errichtet.
Dazu zählt unter anderem die Stadt Tantalushafen. Durch erzwungene Immigration von Straf- und Zwangsarbeitern sowie durch Truppen des Kreuzzugs hat sich die Bevölkerung verdreifacht. Regierungsform: Kreuzzugsdiktatur, Department Monitorum Satari. Gouverneur: Vestor Identani Charlotta Kribbes. Adeptus Präsenz: Massive Präsenz des Department Monitorum SAT. Direktorstufe: geringe Präsenz des Adeptus Mechanicus. Adeptus Mechanicus Biologis. Anwesenheit anderer Adepter nicht von signifikanter Größe. Militär: Garnison für den Achilleskreuzzug. Tantalus dient als zweitrangiger Rotationsposten für das Personal des Aufweichals. Mittelgroße Garnisonsstärke von ungefähr 15.000 Truppen, die regelmäßig ausgetauscht werden. Weitere Streitkräfte des Monitorum Generalkommandos. Aufseher Disziplinargarde sind damit beauftragt, die Ordnung und die ungestörte Produktion aufrechtzuerhalten. Diese Truppen bestehen aus ca. 200.000 Agenten, durchschnittlich niedrig. Sonderanhang: Deathwatch-Anhang, Code Omega Schwarz. Tantalus von tyrannidischen Xenoformen überrannt. Imperiale Widerstand zusammengebrochen. Hauptraumhafen und Wohngebiete verloren. Hauptgarnison der imperialen Armee zerstört. Regierung vernichtet. Geschätzte Verluste der Bevölkerung 89%. Stark steigend. Katalytische Organismen erreichen in der Äquatorialzone größere Sättigung. Geschätzte Dauer bis zu Beginn der Biosphärenwandlung 20 bis 70 Stunden. Zersplitterte Widerstandsnester halten in Polargebieten vorübergehend die Stellung. Bewaffnung und Größe der verbleibenden Streitkräfte ungeeignet, um Vormarsch des Schwarmes aufzuhalten. Auslöschung alles Lebens nur eine Frage der Zeit. Tantalus ist verloren. Möge der Gott-Imperator den Seelen seiner Verteidiger gnädig sein. Ende. Ausgezeichnet. Eure Landungskapsel schießt auf feuchten Flügeln auf die gequälte Erde einer sterbenden Welt hinab. Die klaustrophobische Enge greift die Beschleunigungskräfte. Herkömmliche Menschen würden hier in Sekundenbruchteilen getötet werden. Ihr könnt das Keramit spüren. Die Außenhülle, die in Flammen steht und die brennt wie ein Komet. Also ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt einen Powernap einlegen soll, weil das wäre ziemlich cool. Aber eigentlich habe ich ja gesagt, ich soll die Soldaten briefen, ne? Sind wir in derselben Kapsel? Ja, genau. Also die Kapsel ist die gleiche. Die öffnet sich dann eben nach außen zu verschiedenen Seiten. Mhm. Aber im Inneren, wo ihr dann noch weitere Waffen oder sowas ablegen könntet, das Sprungmodul von Tordor Svensson ist höchstwahrscheinlich auch irgendwo in der Mitte stationiert. Und man könnte sich dann eben über den Innenraum noch unterhalten. Ja, also auch wenn es einfach Hölle laut ist, aber durch die Helme könnte man das eben machen. Ja, ich würde schon sagen, wir erzählen den beiden Soldaten mal so ein paar Sachen über Tyranniden. So wie zum Beispiel, unten sind sie immer weich. Ja. Oder nicht anspucken lassen. Könnte immer schneller sein als die Klauen der Feinde. Was passiert, wenn sie uns anspucken? Dann brauchst du dir keine Sorgen mehr drüber zu machen. Dann solltest du so viele wie möglich noch mitnehmen. Aber sie spucken nur, also sie haben keine... Wir haben Gewehre, sie haben nur Klauen, oder? Sie haben auch... Die meisten haben Klauen, das ist richtig. Aber es gibt auch welche, die mit sogenannten lebendiger Munition, Fernkampfwaffen bestückt sind. Und das sind irgendwelche Säurekapseln oder sowas. Ekliges Zeug. Sollte man sich nicht treffen lassen. Ich hasse die Xenos. Aber noch viel mehr hasse ich die Chaos Space Marines. Verzeiht meine Lords. Ich hoffe, das war okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Hass macht dich stark. Ich habe gehört, die waren wohl mal eine von den Guten, oder? Wer? Die Chaos Space Marines? Also, das habe ich gehört. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das frage. Ich grummel auch mal. Ich würde meinen Kopf zu Elisabeth hindrehen, so mit einem What the fuck Ausdruck. Verzeiht, ich habe noch nie mit richtigen Marines gedient. Wenn ich euch beleidigt haben sollte, dann tut mir das leid. Du lebst noch. Ihr könnt das Schluchzen hören. Ihr lebt noch. Ihr habt uns nicht beleidigt. Und jetzt macht euch bereit.
Es könnte sein, dass wir schon gleich Besuch kriegen. Man weiß es nie. Bei diesen Abscheulichkeiten deckt Xenos. Ja, und dann könnt ihr spüren, wie die Bremsdüsen zünden. Der Gegendruck versetzt euch einen heftigen Hieb wie ein Hammerschlag, wenn ihr die wieder an die andere Seite gedrückt. Wie ein zorniger Gott, der von oben auf euch draufschlägt. Und dann öffnet sich der Schott der Landungskapsel. Mit einem lauten Knall. Ihr habt noch ein lautes Fiepen, was durch das durch den Helm noch ein bisschen gedämpft wird. Und eure Sicherheitsgeschirre lösen sich. Die Systeme der Servorüstung sind aktiv. Die Autosinne erfassen die Umgebung und eure Waffen, die mit einem lauten Piep von Rot auf Grün springen. Das Tageslicht ist schwach. Die Filter eurer Servoanzüge melden, dass sich wohl Gerüche abzeichnen, als ihr gelandet seid. Besonders stark in der bitterkalten Luft brennende Chemikalien, Promethium und menschliches Blut. Sind schon Feinde in meinem Zielsensor zu sehen? Noch nicht. Schaue mich aufmerksam um, in alle möglichen Richtungen. Ja, du bemerkst, oder ihr bemerkt, wenn ihr dann aufsteigt oder aussteigt, wie wohl die beiden Menschen noch nicht rauskommen. Ja gut, die sind ja eingegelt und sowas, die werden ein bisschen brauchen. Ja, vor allem haben sie auch beide das Bewusstsein verloren. Ja. Ich übernehme die Westflanke, sage ich zu meinem Bruder. Und dann kümmere ich mich um die andere Seite. Machen die anderen Menschen? Gib ihnen eine Minute. Das wird spaßig. Ich schaue mich dann halt auch erstmal auf meiner Seite komplett um. Versuche auf Geräusche zu spezialisieren. Und versuche vielleicht sogar ein bisschen diese Gerüche durch meinen Helm zu analysieren und selber ein bisschen die Gerüche auch zu schmecken. Ja, du weißt, dieses Gefühl von dem Helm, es passt dir nicht ganz, auch dass dein Bart eingeschlossen ist durch das Klicken, die Freiheit, der Wind, der dir nicht um die Ohren weht, wie auf Fenris. Aber ja, die Sensoren vom Helm, sie funktionieren halt, du siehst dich ein bisschen um, seid relativ mittig gelandet, hattest die Karte noch auf deinem Helm gesehen und kannst wohl erkennen, wie ungefähr 30 Meter neben dem abgeschürzten Landungsschiff runtergekommen seid. Und irgendwo im Norden von euch ist die Magnetschwebebahn und sowas wie ein Empfangsgebiet. Und im Süden weitere Anlagen zur Förderung von Promethium, irgendwie so ein hoher Turm. Du kannst noch weitere Gebäude erkennen. Neben der Magnetbahn auch noch so etwas wie ein Bunker, ein Funkturm, der schon etwas ramponiert aussieht. Ja, den Rest von der Raffinerie und eine Kontrollstation sowie weitere Hauptdrucktanks, die du erkennen kannst. Also hier ist eine ganze Menge, wo man sich verbergen könnte. Aber alles ist still. Nur noch der Wind, der um mich herum weht und den Gestank vom Promethium und dem menschlichen Blut an dich heranträgt. Stell mal mein Vox auf die Frequenz der beiden Soldaten und brüll rein: Aufwachen, Soldaten! So in die Richtung. Meine Beine. Mein Kopf. Sind wir doch am Leben? Elizabeth, hörst du mich? Der Imperator beschützt. Solange wir noch leben, können wir auch kämpfen. Also raus hier. Und ich versuche, mich aus dem Gel zu befreien. Ja, du bewegst deine Füße und kannst merken, wie das Gel flüssiger wird und dann an dir entlang fließt und sich aus der Landekapsel ergießt. Ja. Dann gehe ich aus der Landekapsel heraus, halte meine Lasgun bereit und gucke erstmal, wo sind die Astartes. Ja, also wir haben uns jeweils links und rechts, also westlich und östlich aufgestellt von der Landungskapsel und sichern die Umgebung. Ja, dann gehe ich in nördliche Richtung. Elizabeth, du gehst nach Süden. Halt die Augen aus so nach irgendwelchen Xenos. Ja, jawohl. Ich bin wieder da. Für Kardia. Soldaten, seid ihr noch einsatzbereit? Wir sind Kardianer, meine Lords. Jetzt gehen wir erst richtig auf. Das war die richtige Antwort. So will ich das hören. Wir sollten zuerst das Wrack untersuchen. Vielleicht sind wir gar nicht rausgekommen.
Vielleicht finden wir auch Spuren von dort, wo sie hingegangen sein können. Oder ob sie vielleicht sogar entführt wurden. Was ich mir bei Xenos eigentlich niemals vorstellen könnte. Ich würde auch die Absturzursache interessieren. Gehst du vor, Tordal? Ich gehe und halte die Augen offen. Ich beschütze unseren Rücken. So sei es. Abmarsch. Und wir gehen an die Flanken. Und ich flankiere so den nach vorgehenden Astartes, sodass wir eine Rautenformation bilden würden. Tordal zieht halt sein Kettenschwert. Ich habe meinen Bunter natürlich angelegt. Geht dann halt Richtung der Abstoßstelle, die auch im Hut hier wahrscheinlich angezeichnet wird. Selbstverständlich. Und ich schaue mir dabei regelmäßig alles drumherum an, sodass ja nichts meine Flanke oder irgendwas vor mir sich meint. Es könnte sich verstecken. Ja, auf der Karte gibt es aber keinen Maßstab, oder? Doch, 1:1, also das wären 30 Meter, wenn du da einen Token ziehst. Ah, okay. Genau, einfach den Token ziehen und das ist dann 1:1. Ihr könnt bemerken, eure Rüstung sagen das natürlich auch, dass wir zurzeit noch minus 15 Grad haben. Das heißt, ohne eure Rüstung werdet ihr hier relativ schnell erfrieren. Also ihr nicht, aber Menschen auf alle Fälle. Für den Mechanikus höchstwahrscheinlich auch nicht, aber normale Menschen ohne Rüstung, das ist dann doch schon arg kalt hier in dieser Polarregion. Ja, endlich mal etwas. Eine Luft wie auf Fenris. Gut, dass du dich wohlfühlst. Die Luft selber wirkt aber nicht, dass ich jetzt den Helm abnehme, dass ich dann ersticken würde, ja? Nein, also sie ist zwar Prometheum geschwängert, aber sie ist atembar. Also es ist halt eine menschliche Kolonie. Die wurde wohl auch irgendwann mal menschlich gebioformt, aber das ist lange her. Und demnächst würde sie halt dann von den Tyranniden gebioformt werden. Aber zurzeit kannst du noch keine Sporen in der Luft sehen. Und dann würde ich tatsächlich einfach mal den Helm abziehen und die kalte Luft mir um die Nase wehen lassen. Und den Helm halt an den Gürtel aufhängen. Okay. Und mir dann endlich den Pfad wieder frei, dem Wind ergeben zu lassen. Ich schüttel den Kopf, aber sag nichts. Viel besser. So kann man die kalte Luft doch mehr genießen. Hast du was gesagt, Bruder? Ich höre deinen Helmfunk nicht. Der Lord hat seinen Helm abgenommen. Er kann uns nicht hören. Ihr müsst lauter reden. Oder immer. Wir müssen unseren Helm anschalten. Und dann gehe ich halt mit der Nase voran Richtung Absturzstelle. Die gezackte Narbe, die Absturzstelle in der Schwarzhalbernerd hinterlassen hat, ist schon lange sichtbar. Bevor ihr dann zu den zertrümmerten Überresten des Shuttles selbst kommt. Der einst mächtige, speerförmige Rumpf des interplanetaren Kestral-Shuttles liegt in Trümmern neben dem Berg aus Erde, der den Absturz aufgetürmt hat. Der Rücken des Shuttles ist zerbrochen und seine Rumpfpanzerung wurde wie Papier zerfetzt. Ihr könnt erkennen, Reaktor- und Treibstoffleitungen sind wohl unbeschädigt geblieben. Andernfalls hätte man hier sicherlich auch nur einen glühenden Krater gefunden, wenn jetzt der Reaktor nach oben gegangen wäre. Die Ladelugen, die in den hinteren Frachtraum führen, sind durch die Notsprengbolzen geöffnet, sodass die Crew das Shuttle wohl verlassen konnte. Allerdings gibt es kein Lebenszeichen. Wenn ihr dann aber herumgeht, könnt ihr erkennen, dass wohl 4 Mannschaftsmitglieder, darunter der Pilot, liegen. Die wurden raus, entweder getragen oder aber sind selbst gegangen und dann ja gestorben. Ihr könnt erkennen, die Körper sind entweder durch den Aufschlag deformiert oder aber wurden nachträglich von Krallen oder von Sicheln zerschnitten. Es gibt noch einen Servitor, der sich wohl im Lagerraum befunden haben muss, hat wohl viel Öl verloren und das dann auch irgendwann im Inneren des Lagerraums vom restlichen Shuttle ausgegangen. Ich würde halt erstmal so die Leichen abschauen und gucken, woran sie gegebenenfalls gestorben sind. Vor allem diese Sicheln und Krallen würde ich mir genauer angucken.
Ja, gib mir mal einen Wurf auf Medizin. Auf Medizin? Ja. Guck ich erstmal, ob ich das überhaupt kann. Sekunde. Ich glaube, das war nämlich, ne? Das ist keine Grundfertigkeit und damit kann ich das gar nicht. Ja, also die menschliche Anatomie ist für dich ein Rätsel. Also, ja, die hatten auch irgendwie nicht zwei Herzen und die dritte Lunge fehlt. Menschen gehen halt schnell kaputt. Ja. Soldat Worgen. Ja? Wenn ihr so nett wärt, ich helfe euch oben auf das Shuttle hinauf, dann habt ihr eine gute Übersicht und wir können uns gut hier umgucken. Mal innerhalb des Shuttles. Und ich gucke, dass von außen nichts kommt. Genau. Ihr haltet Wache. So machen wir das. Ja, ich mach so irgendwie Räuberleiter und heb ihn dann so mit einem Arm hoch oder so irgendwas. Ich denke mal, die Trümmer des Shuttles sind hoch genug, dass er da eine gute Übersicht hat, oder? Ja, also wenn du nach oben steigst, dann kannst du auf alle Fälle auch den Rest von dieser Perspektive aus erblicken. Mhm. Auch wenn es alles noch ein bisschen warm ist und raucht. Also es ist zwar schon einige Stunden her, dass das Ding runtergekommen ist, aber einige Sachen glühen und glimmen halt immer noch. Mhm. Passe ich auf, wo ich hintrete und schaue mich aber wachsam um, dass mir kein Dino entgeht. Achtet auch darauf, ob ihr irgendwelche Spuren im Boden seht, die sich vielleicht bewegen, also wie als würde sich etwas durchgraben. So etwas gibt es auch bei den Tyranniden, aber eher selten. Jawohl.